Finn Süberkrüb auf dem Weg ins Büro. Am Supermarkt legt der junge Unternehmer einen Stopp ein, denn heute ist er für die Verköstigung der Kollegen zuständig. Um seine Einkäufe jetzt mit dem Fahrrad zu transportieren, hat er eine Erfindung dabei. Wir haben den Kofferraum fürs Fahrrad erfunden. Und zwar ist es ein Gepäckträger, der mit einem Handgriff einfach zu einem vollständigen Anhänger ausklappen kann. Dann ist da noch eine Plane drin. Die kann man auch noch ausklappen. Und dann kann man den im Prinzip laden und losfahren. Einkaufstüte und Getränkekiste passen jetzt auf den 62 x 42 cm großen Anhänger. Markus Rothkötter ist der zweite Kopf hinter der Erfindung. Die Idee kam den beiden während des Studiums, als sie gemeinsam auf einer Fahrradtour waren. Ja, also es war eigentlich im ersten Semester. Da waren wir in Ferien an der Ostsee, eine Radtour gemacht. Und da hatten wir so einen Baumarktanhänger dabei, 50 Euro. Hat dann nur 50 Kilometer gehalten, dann ist er kaputt gegangen. Und wir standen dann oben auf dem Radweg und konnten nicht weiterfahren mit dem Ding. Da haben wir gedacht, ja, bauen wir hinten auf den Gepäckträger und dann ging es weiter. Und als wir dann wieder in Magdeburg waren, dachten wir, ja, ist ja gar nicht so doof, die Idee. Das war 2016. Damals studierten Finn und Markus Mechatronik. Den ersten Prototyp ihrer Erfindung bauten sie aus Holz. Mittlerweile haben die beiden ein Start-up gegründet und den Anhänger weiterentwickelt. So wollen sie ihn bald auf den Markt bringen. Er besteht aus zwei Rädern, einem Metallgerüst und einer Tasche aus Kunststoff. Mit einer Kupplung, die die Erfinder auch selbst entwickelt haben, befestigen sie den Anhänger werkzeuglos am Hinterrad. Einmal aufmachen, reinschieben, einhaken, schnapp. Genau so schnell funktioniert auch der Klappmechanismus. Und dazu haben wir hier vorne ein Gelenk. Das betätigt man einfach und schon kann man den ganzen Anhänger hochklappen. Hier ist jetzt kein Gepäckträger, aber die Dykes ist so konstruiert, dass man auch einen Gepäckträger weiter verwenden kann. Wird hochgeschoben und dann rastet er oben ein. Und jetzt kann man den Rest des Anhängers zusammenfalten, der dann einfach zusammengeht. Man schiebt ihn zusammen, rastet ein und dann ist komplett fix. Und auch umgekehrt, zum Aufklappen sind nur wenige Handgriffe nötig. Die Tasche, die Ladung sichern soll, lässt sich einfach einklicken. Und dann ist man gerüstet für den nächsten Einkauf. Vielleicht kommt Ihnen die Erfindung bekannt vor. Vor einigen Monaten haben wir Ihnen einen ähnlichen Anhänger, den Pull-It, vorgestellt. Er entfaltete sich aber nur in der Breite. Und nach dem Aufklappen musste die Deichsel an einer Seite vom Hinterrad angebracht werden. Das wollten Finn und Markus anders machen. Ihr Anhänger lässt sich dreidimensional ausklappen und ist permanent beidseitig ans Hinterrad gekoppelt. Also klar, bei unserer Recherche sind wir auf das Projekt gestoßen und haben auch mal Kontakt aufgenommen. Mal wollten mal so hören, ja, wie schaut das so bei euch aus? Was habt ihr so für Schwierigkeiten? Und der sollte ja im letzten Jahr die Marktreife erreichen. Und wir dachten uns, wir probieren es trotzdem. Denn noch ist der Pull-It nicht auf dem Markt. Um vielleicht schneller als die Konkurrenz zu sein, wollen die Magdeburger zukünftig mit Radsportläden zusammenarbeiten. Wir wollen heute schon von einem Experten wissen, wie viel Potenzial die Erfindung hat und sind bei René Leue, der seit 25 Jahren ein Fahrradgeschäft in Schönebeck betreibt. Der erfahrene Fachmann lässt sich die Erfindung genau erklären. Was ist denn Ihr erster Eindruck von dem Ganzen? Also ein hervorragender Ansatz, wunderbar, gefällt mir gut. Aber bis zur Serienreife, so richtig, ist noch wirklich ein Weg. Ja. Und da könnt ihr auch überlegen, solange ihr wollt. Ihr müsst einfach 500 bauen und in den Markt bringen und dann aus den Erfahrungen der Kunden lernen. René Leue schwingt sich natürlich auch selbst aufs Rad, um den Anhänger zu testen. Wie reagiert er bei Kurvenfahrten? Auf Kopfsteinpflaster? Oder an Bordsteinkanten. Ach, Jungs, bin begeistert, ja. Er läuft ein bisschen anders nach als so Hänger, die man so kennt, weil der Knickpunkt so weit hinten ist.
Das ist aber nicht unbedingt schlechter. Das ist nur Gewöhnungssache. Gewöhnungssache. Man muss es, wenn man die anderen Anhänger fährt, dann ist es was anderes, ja. Kopfsteinpflaster fährt auch weiterhin gut geradeaus. Bordsteine hätte ich gedacht, dass er fast zu hoch wäre für ihn, aber die kleinen Räder kommen da gut drüber weg. Wir haben ihn ja auch nicht geschont. Ja. Die Erfinder versprechen, dass man bis zu 40 Kilogramm mit ihrem Anhänger wegschleppen kann. Mit einem Sack Estrichbeton im Gepäck schicken wir René Leue nun ein zweites Mal auf Probefahrt. Nein, es ging. Der Absatz, da habe ich dann kurz vermisst, größere Räder zu haben. Ja? Okay. Also da muss man ordentlich ziehen. Aber das liegt in der Natur der Sache. Dafür ist er halt faltbar. Ja? Nee, das stimmt natürlich. Wenn der Absatz größer wird als die Räder, dann kommt man da natürlich nicht hoch. Das ist natürlich ein Punkt. Ja, nee, aber 40 Kilo hat man ja nicht immer dabei. Klar, es gibt immer Punkte, die man noch verbessern muss. Und das ist ja auch unser Anspruch. Wir wollen das perfekte Produkt bauen. Und wir wollen da hinkommen. Und wenn wir jetzt schon mal so viel wertvolles Feedback einsammeln konnten, hilft uns das natürlich unglaublich weiter bei der weiteren Konstruktion.